Das allererste und das wichtigste ist unsere Bibelseite. Unsere Bibelseite, das ist so diese Seite, wo alle Informationen verpackt sind. Die größte Redneragentur Europas. Das ist CoinMarketCap und auf CoinMarketCap, da könnte man Stunden, Wochen, Jahre verbringen, da stehen alle Informationen. Wenn Menschen wüssten, dass diese Seite für eine total neue Freiheit ist, dann würden sie jeden Tag Stunden darin verbringen. Man sieht hier auf CoinMarketCap, dass es 11.770 verschiedene Kryptos, Protokolle, Blockchains und so weiter gibt. Man sieht, dass wir ein Marktkapital haben von über 2 Billionen, dass der Bitcoin einen Anteil davon hat von 41% Marktvolumen. Und wenn man dann ein bisschen tiefer hineingeht, dann sieht man auch, dass es ganz, ganz viele Coins gibt, die man durchackern kann, dass es eine Top 100 Liste gibt. Ich werde mal das benutzen. Eine Top 100 Liste und da gibt und zum Beispiel, man sieht das hier, ich habe das extra gelassen auch für euch, es gibt tatsächlich Riesensprünge pro Tag. Das ist Solana, ist ein eigenes Netzwerk, ist ein eigener Coin, eine eigene Chain, eine Blockchain und die steigt schon mal um 34% pro Tag nach oben, in einer Woche um 80%. Unvorstellbar für Börsen. Ja, wenn man sagt, auf einer Börse geht was 80% nach oben, da würden die sofort die Börse zusperren. In einer normalen Exchange, also der Markt im Crypto-Space, das geht rund um die Uhr. Und es gibt natürlich auch das Gegenteil. Wir sehen hier einen Bitcoin-US-Dollar-Abfall innerhalb von wenigen Stunden von 51.000 auf 46.000. Newbies oder neue Leute, die Lambo-Schreier, die To-the-Moon-Schreier, die bekommen Angst, FOMO, Fear of Missing Out und die steigen aus und realisieren und verkaufen. Und die alten Hasen, die kaufen den Dip auf. Michael Saylor hat zum Beispiel letzte Woche um 143 Millionen einfach nur Bitcoin gekauft, weil er eben mit Gier und Dummheit der Menschen im Crypto-Space rechnet. Und dieser Crypto-Space ist jedem von uns zugänglich. Das heißt, man braucht keine Lizenz dafür, man kann das von zu Hause aus machen, man muss sich nur verifizieren, gleich wie auf einer Bank auch. Und wenn man heute zum Beispiel die einfachste Form nimmt, dann ist das, dass man sich einfach einen Bitcoin kauft. Muss gar kein Ganzer sein, 0,28 reichen. Und mit 0,28 Bitcoin wird man spätestens bis 2032 Millionär, wenn man nichts tut. Man kann das auch hier ganz simpel machen über so ein Bitcoin-ATM. Also Bitcoin-ATM gibt es leider Gottes in Deutschland nicht, da sind wir ein bisschen rückständig in Deutschland. Aber zum Beispiel in Kufstein, in der Rosenheimer Straße, da gibt es ein Bitcoin-ATM. Oder man sieht das hier von lieben Nick, unseren Bitcoin-Kreator, der hat auch in seinem Büro in Andrasch, in Port Andrasch auf Mallorca, hat auch einen stehen. Oder man geht hier auf den Walserberg, will aber hier keine Schleichwerbung machen, weil das ist der ATM, der gehört schon meinem Bruder. Also die verdienen auch nicht schlecht Geld. Man bekommt dann einen QR-Code raus und diesen QR-Code könnte man auch in 10 Jahren noch einspeisen. In jede Börse. Die meisten machen den Fehler, dass sie irgendwo was kaufen auf einer Börse und dann 10 Jahre liegen lassen. Ist super, nur wer weiß, ob es die Börse noch gibt in der Zwischenzeit. Großer Fehler. Also man bekommt einen QR-Code, man zahlt zwar Gebühren dafür, dass beim Einspeisen auf die Börse fällig wird, aber das Tolle dabei ist, es ist ein Paper-Wallet und das ist auch in 10, 15 Jahren noch handelbar. Oder einspeisbar. Der Bitcoin ist heute auf 46.000, am Morgen ist er sogar auf 47.000 hochgegangen. Und das, was die meisten Menschen nicht wissen, ist, auf lange Zeit gesehen, kann der Bitcoin nur gewinnen. Ein Bitcoin hat zum Beispiel 100 Millionen Satoshi. So wie der Euro Cent hat, hat der Bitcoin Satoshi, eine Unterwährung. Und das heißt,
dass der Bitcoin tatsächlich auf 100 Millionen Dollar nach dem heutigen Wert ausgelegt ist. Das ist also noch ein günstiger Preis. Wir werden es zwar nicht mehr erleben, weil das ist auf 2141 ausgelegt, aber 2141 ist der Bitcoin 100 Millionen Dollar wert. Und da kann jeder Staat machen, was er will. Diese Bitcoin-Dominanz, diesen Kryptospace, den kann man nicht mehr zurück in die Zahnpastatube drücken. Ist nicht mehr möglich. Das letzte Mal war es möglich am 30. September 2017. Da hätte man noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, wir verhindern das ganze Ding, das ist richtig, aber das hat man nicht gemacht. Man hat gesagt, das ist keine Gefahr für uns. Leider haben das viele übersehen, Gott sei Dank aber für uns. Denn heute ist eben die Finanzwelt komplett durcheinander und der Kryptospace für jeden Einzelnen von uns zugänglich. Jeder, der ein kleines Portfolio hat, der kann aus einem kleinen Portfolio über die Zeit hinweg viel, 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 viel dazu gewinnen. Extrem viel. Also es gibt auch solche Mythen über den Bitcoin. Es gibt ja so Mythen wie, ich brauche mal ein Tuch. Es gibt ja so Mythen wie, der Bitcoin, der Böse, der verschlingt so viel Strom. Habt ihr das schon gehört? Dieser böse Bitcoin. Ja. Aber das ist ungefähr so, also die Bitcoin-Produktion verschlingt in etwa so viel Strom, als würde wie hier in Rosenheim ein Kindergarten eine Geburtstagsparty machen. Das, was das Finanzsystem an Automaten oder zum Beispiel an Gebäuden, dieses Sparkassengebäude heute, das war die ganze Nacht beleuchtet, was das ganze weltweite Finanzsystem an Strom verschlingt, das ist schon ungefähr so, als würde wir Kölner Karneval feiern. Also im Endeffekt ist das Goliath gegen David. Der Kindergeburtstag, wie viel verbraucht der Strom? Und das komplett weltweite Finanzsystem ist ungefähr so, ist wie der komplette Karneval von Köln. Ja, und wenn man dann die Goldproduktion hernimmt, was die Goldproduktion allein an Strom verschlingt, da könnte man sagen, das ist ungefähr so, als wenn ganz Deutschland feiert. Weil das ist viel mehr, als jeder Bitcoin verbraucht. Das ist immer Mythos. Man versucht jetzt irgendwie welche Gründe zu finden, um dagegen zu arbeiten, aber die richtigen eingefleischten Wisser, die wissen auch im Moment einmal, die informiert sind, ist doch völliger Schwachsinn. Oder?